Ist das nicht hübsch? Der Schneeball. Hallo, liebe Rasenfreaks! Ja, die Sonne kaschiert. Die tiefstehende Sonne, die kaschiert doch einiges. Wenn die Sonne tief steht und flach über die Gräser rüber scheint, dann sieht der Rasen perfekt aus. Aber er ist nicht perfekt. Sehr lückig, teilweise braun. Er hat überall Wurmhäufchen. Das ist eher die Wahrheit als hier bei so einem schönen Wetter, bei so einem Sonnenschein. Wir fliegen jetzt mal ganz langsam, ohne dass einem schlecht wird, über die Fläche. Und da kommen jetzt die braunen Spots. Hier, da seht ihr sie. Da, die braunen Spots. Ich hoffe, ihr seht sie. Da, hier Schneeschimmelspot. Da. Was wir jetzt in den nächsten Tagen machen, weiß ich noch nicht. Es ist noch relativ feucht. Es hat wieder viel geregnet, überall Pfützen. Hier seht ihr sie. Auch sehr stark verdichtet hier von den Arbeiten der Handwerker. Die haben ja auch beim Nachbarn hier die Mauer gemacht. Das finde ich sehr schick geworden. Sehr cool. Passt jetzt toll zu unserer Mauer hier. Ja, gehen wir mal rum und dann war es das dann auch schon für heute. Yeah! Das ist ja hier meine angehobene Fläche, wo wir erstmal den Mutterboden hier grob verteilt haben. Da sind noch sehr viele Steine drin. Ihr seht auch, wie hier das Unkraut langsam wieder durchkommt, wie auch Rasen hier schon wieder durchkommt. Er wächst langsam, aber er wächst. Das werden wir dann im März angehen, hier diese Fläche, und sie dann richtig fertig machen. Ja, das sieht ganz gut aus. Man sieht auch, wie er hier und da so ein bisschen wegsackt, der Boden. Das soll ja auch so sein, dass der Boden sich setzt. Durch den vielen Regen setzt sich der Boden jetzt gut, dass er nachher auch stabil ist, wenn wir die oberste Schicht drauflegen, dass er auch eben total top eben bleibt, diese Fläche. Da wird das hier so ganz, ganz leicht hier so runterlaufen zu unserem Hinterhof. Zu unserer Hinterhoffläche. Ja, und dann kann man hier gerade cool rausfahren. Die beiden, wahrscheinlich setzen wir doch die beiden Kompostbehälter da hinten in die Ecke hin, damit wir halt hier den freien Blick haben. Auf diese Einfahrt werde ich noch ein paar Bänke setzen und ein paar Bänke bauen. Das ist noch der Plan, damit man da schön drauf sitzen kann und hier so in diese Fläche gucken kann. Ja, bin auch gespannt, wie der Baum dieses Jahr hier wie der Amberbaum sich dieses Jahr hier entwickeln wird, was der hier so für einen Eindruck hinterlassen wird. Ha, cool. Ja, schönes Wetter. Es ist ein wunderschönes Wetter. Meine Frau ist da noch drin. Komm raus, mein Schatz! Ja, das ist der letzte große Laubhaufen, den wir hier noch wegfahren müssen. Die Eichen kommen ja mal ganz, ganz spät im Jahr und schmeißen ihr Laub runter. Und das ist jetzt erledigt. Wir kratzen noch ein bisschen Laub hier aus den Rinnen heraus und dann ist das Laub weg. Dann ist alles soweit vorbereitet für den Frühling. Und ein riesiger Berg hier. Das ist Wahnsinn, was diese Eichen für einen Laub machen. Das ist echt, das ist gigantisch. Jetzt gucken wir noch mal schnell auf den Abschlag. So sieht der Abschlag aus. Der hat sich hier auch doch schon mächtig gesetzt. Und man merkt auch noch, dass der hier wirklich relativ weich ist, der Boden. Das heißt, hier müssen wir auch noch ein bisschen nachverdichten. Auch hier müssen dann noch mal die ganzen groben Steine raus. Also alles größer als 4 mm. Weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja, und dann kommt hier auch noch mal eine ganz dünne Schicht guter, frischer, neuer Mutterboden drauf. Und dann wird hier auch angesät. Ja, dann haben wir hier eine richtig schöne, coole, neue Fläche. Und dann kann man hier wieder so richtig schön so bam den Ball 23 Meter aus Grün schlagen. 23 Meter. Ja, ist okay. Hier machen wir eine richtige Abschlagrasenmischung. Das ist klar. Eine richtige, coole, dunkelgrüne Abschlagrasenmischung.
Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich dann hier diese Fläche entwickeln wird. Hier war ja auch der Grosses, Capillaris und auch vielleicht Agrostis chelonifera drin. Ziemlich verseucht die ganze Sache, auch viele Poa, Anua-Gräser waren hier drin. Und das soll dann hoffentlich mal richtig sauber sein hier, zumindest diese Fläche. Richtig top, einheitlich, bürstenartig, kurz, yeah! Ja, das Grün sieht wirklich sehr, sehr, sehr schlecht aus. Sehr viele fette Wurmhäufchen. Dann haben wir Moos hier, Moosstellen. Das heißt, wir haben hier massiv Staunässe. Egal, nutzen wir das Wetter, machen wir das Beste draus. So, schön, gut, reicht. Super. Komm her. Dann sage ich Tschüss für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Cool, dass ihr wieder dabei wart. Bis denne.